Berlin ist auf Platz 1 im Autoklau. Nun, das sage nicht ich, sondern der ADAC. Trying to steal the signal from the key fob. I've told you to park, and you're waiting. The charger on the street. Laut dem wurden im Jahr 2022 2.924 Autos geklaut. Damit ist Berlin der Hotspot der Autodiebstähle. Fast jeder vierte Autodiebstahl fällt damit auf Berlin. Die meistgeklauten Autos sind wieder die Deutschen, wie der Verband der deutschen Versicherungswirtschaft feststellte. Und besonders anfällig, ja, die Keyless-Systeme. Nach dem Corona-bedingten Rückgang der Autodiebstähle im Jahr 2020 und 2021 verzeichnete die Versicherungswirtschaft wieder einen erheblichen Anstieg im Jahr 2022. Und Keyless Go Autoschlüssel stehen wieder im Fokus. Ja, diese Schlüssel machen es den Dieben ja auch wirklich einfach. Wie der Keyless-Autodiebstahl funktioniert, habe ich ja hier schon einmal in einem vorherigen Video erklärt. Die sicherste Art, sich vor Keyless-Autodiebstahl zu schützen, ist, ihren Keyless-Autoschlüssel in der NASAFES-Abschirmtasche aufzubewahren. Damit werden die Funksignale blockiert und Autodiebe haben überhaupt keine Chance. Überlassen Sie die Sicherheit nicht dem Zufall. Bestellen Sie noch heute Ihre NASAFES-Abschirmtasche und bringen Sie sich und Ihr Auto auf die sichere Seite.